Einen schönen guten Tag, Detlef Rüsing aus dem Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte Ihnen ein paar Worte erzählen zum Seminar Angst und Demenz, zu dem Sie sich anmelden könnten, hier bei uns im Dialogzentrum. Eine Tagesveranstaltung, wo es ganz praktisch um das Thema Angst und Demenz geht. Vielleicht einmal vorweg, wenn Sie die meisten Lehrbücher lesen zum Thema Demenz, finden Sie immer dort vielmehr das als Kardinalsymptom der Demenzerkrankung, die Gedächtnisstörung und Wortfindungsstörung und ähnliches. Das stimmt auch sicherlich. In den allerwenigsten Lehrbüchern steht aber auch, dass Angst, und so ist es für mich, Angst ein Kardinalsymptom der Demenz ist. Warum? Durch die Demenz erleben Sie ständig Fremdheit. Ständig, jeden Morgen, wenn Sie aufstehen, unter Umständen bei fortgeschrittener Demenz, erkennen Sie den oder diejenige nicht mehr, die zu Ihnen hinkommt. Sie sind in einer Umgebung, die Ihnen nicht vertraut ist, obwohl sie Ihnen vielleicht vertraut sein müsste. Wie ich schon gerade sagte, Sie erkennen Personen nicht. Sie wissen aber vielleicht, Sie müssten es wissen, Sie müssten es erkennen. All das, Fremdheit, das wissen wir aus vielen, vielen Forschungen, macht uns Angst. An diesem Tag möchte ich gerne mit Ihnen ganz konkret einmal an den Zusammenhängen, was bedeutet eigentlich Angst, wie ist der Zusammenhang zwischen Angst, Fremdheit, Orientierung und natürlich in einem Pflegeheim, in der ambulanten Pflege oder wo auch immer, treffen natürlich Pflegende und Angst- und Demenzerkrankte zusammen. Das heißt, ist Angst wirklich nur ein Phänomen, das es auf der Seite der Demenzerkrankten gibt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir natürlich als Pflegende auch in eine Umgebung kommen, die uns ängstlich machen kann. Dass dort Situationen sind, die uns ängstlich machen können. Das heißt, es geht also nicht nur darum, wie gehe ich als Pflegende, als Pflegender mit der Angst von Menschen, von gerontopsychiatrisch veränderten Menschen um, sondern es geht auch darum, wie gehe ich selber mit meiner Angst um? Was bewirkt meine Angst bei anderen? Woher kommt sie vielleicht? Also, an diesem Tag, ganz in Kürze, werden wir uns über das Phänomen der Angst unterhalten. Was ist es überhaupt? Der Unterschied zwischen Angst und Ängstlichkeit. Wie häufig tritt es auf? Es ist ja ein herausforderndes Verhalten. Wir werden uns aber in dem Zusammenhang natürlich um die Idee der personenzentrierten Pflege kümmern. Also, was bedeutet es, Person zu sein? Was bedeutet personenzentrierte Pflege und der personenzentrierte Ansatz im Umgang mit der Angst? Und dann ganz konkret werden wir natürlich Fallarbeit machen und Fallbesprechungen. Und wir werden uns natürlich orientieren am DNKP-Standard und der Hypothesenbildung, wie sie dort in der Fallarbeit und in der Fallbesprechung geschildert ist. Das heißt, es gibt einen theoretischen Teil, es gibt aber einen ganz deutlichen und praktischen Teil, in dem es um die tägliche Auseinandersetzung mit meiner eigenen und mit der Angst sozusagen Demenzerkrankter geht. Ich glaube, es ist ein spannendes Feld. Ich habe schon lange zu diesem Thema gearbeitet. Es dürfen maximal 20 Personen teilnehmen, weil sonst können wir nicht richtig miteinander arbeiten. Ich sage Ihnen vorher, es wird ein anstrengender Tag, aber ich glaube, es lohnt sich.